Bei der Entzündung der Speiseröhre gibt es verschiedene Ursachen. Die häufigste Ursache ist der sogenannte gastroösophageale Reflux. Das heißt, es kommt zu einem Zurückfließen vom sauren Magensaft in die Speiseröhre und dieser saure Magensaft führt zu einer Entzündung in der Speiseröhre. Aber es gibt auch andere Gründe für eine Entzündung in der Speiseröhre, zum Beispiel bakterielle Infektionen oder Pilzinfektionen oder autoimmunologische Reaktionen, wo es zu entzündlichen Veränderungen in der gesamten Speiseröhre kommt, die ebenfalls mit dem Symptom der Dysphagie einhergehen. Die Entzündung der Speiseröhre führt zum klassischen Symptom des Brennens hinter dem Brustbein. Das heißt, die Symptomatik ist typisch oder kann typisch sein und im Vordergrund stehen. Aber die Diagnostik der Wahl ist eine Magenspiegelung, mit der Sie die Speiseröhre gut beurteilen können und eben eine entsprechende Entzündung nachweisen können. Die eosinophile Ösophagitis ist eine immunmediierte chronische Entzündung der Speiseröhre, die dadurch charakterisiert ist, dass die Zahl der eosinophilen Granulozyten, eine bestimmte Form von weißen Blutkörperchen, entsprechend erhöht ist. Das ist eine Diagnose, die Sie im Rahmen einer Biopsie in der Speiseröhre stellen können. Und diese Erkrankung ist sehr häufig mit allergischen Symptomen und allergischen Begleiterkrankungen assoziiert.